10 Monate lang haben Itosha und ihre Familie auf den Giraffennachwuchs gewartet. Auch Tierpfleger Thomas Günther freut sich auf den kleinen Riesen. Ja, und Itosha bekommt endlich einen lang ersehnten Nachwuchs. Und die Vorderbeine gucken ja schon raus. Jetzt gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Jetzt hoffen wir mal, dass es alles stattfindet. Ruhig und lautlos wandert die werdende Mutter durch ihr Innengehege. Mit einem prüfenden Blick beobachtet sie den Verlauf der Geburt. Kein Klagen deutet auf ihre starken Wehen hin. Noch nicht mal ein Wimpernzucken verrät, dass sie Schmerzen spürt. Dann erscheint endlich eine kleine Giraffennase. Also die schwerste Stelle ist jetzt der Kopf. Der kommt zusammen mit den Fesselgelenken, wo man immer denkt, das sind die Knie. Das kommt ungefähr zeitgleich. Das ist so ein Haltepunkt. Wenn der draußen ist, kann das ganz, ganz schnell gehen. Dann kann das innerhalb von einer halben Stunde durch sein. Kann aber auch sein, dass wir hier noch so 3, 4, 5, 6 Stunden stehen. Instinktiv wiegt sich Itosha von einem Bein auf das andere und schaukelt ihr Junges damit zentimeterweise hervor. Langsam rutscht es seinem neuen Leben entgegen, das mit einem Sturz aus 2 Metern Höhe beginnt. Das von den Tierpflegern vorbereitete Strohbett hat die unsanfte Landung abgefedert. Als erstes frisst Itosha die Fruchthülle auf, damit ihr Neugeborenes atmen kann. Da dies ihre 5. Geburt ist, weiß die 16 Jahre alte Giraffe genau, was zu tun ist. Ihr sanftes Schlecken regt nicht nur den Kreislauf des erschöpften Babys an, sondern stärkt auch die Bindung zwischen Mutter und Kind. Wie im Freiland versucht das Jungtier auch hier, so schnell wie möglich auf den eigenen Beinen zu stehen, um im Notfall flüchten zu können. Die zarten Berührungen der Mutter stärken die Motivation der kleinen Giraffe. Schon einen Tag später steht sie bereits sicher auf allen Vieren neben Mutter Itosha. Wir wollen uns das Baby von gestern nochmal angucken und dann auch gleich noch chippen, das Geschlecht nochmal sicher nachgucken. Ja, und auch sonst die Mama mal angucken, ob alles in Ordnung ist. Mit einem Geburtsgewicht von etwa 55 Kilogramm und einer Schulterhöhe von 1,62 Meter macht die seltene Rotschildgiraffe bereits einen fidelen Eindruck. Nur die Kennzeichnung des Tieres sorgt für Unruhe. Und auch das Geschlecht des neuen Herdenmitglieds muss noch bestimmt werden. Das ist tatsächlich ein kleiner Junge und macht einen guten mobilen Eindruck. Trinkt gut bei Mama, also besser kann es nicht laufen so bald. Der hat einmal einen Transponder gekriegt, also Chip. Das ist hier dieses Ding. Da ist so ein kleiner Chip drin, wo eine Nummer drauf ist. Die ist nur einmalig vergeben, also dass er jetzt wirklich als Individuum auch identifizierbar ist. Dann hat er Vitamin E Selen gekriegt. Das ist ganz gut für Jungtiere, für die Muskulatur, dass er da nicht irgendwelche Mangelerscheinungen entwickelt. Und dann haben wir uns den Nabel nochmal angeguckt. Das Geschlecht steht fest, der Name auch. Heute ist unser kleiner Mugambi 3 Tage alt und jetzt ist der große Moment, wo er dann seinen Papa und seine Schwester Leila, die darf er dann jetzt mal ein bisschen näher kennenlernen, oder besser gesagt die beiden ihn, jetzt werden wir die gleich zusammenlassen. Anders als erwartet stolziert Mugambi als erstes zu seinen Artgenossen hinüber und wird freudig beschnuppert. Auch die Haussperlinge, die in ganzen Kolonien das Giraffengehege bevölkern, freuen sich lautstark über den Familienzuwachs. In einigen Wochen ist dies dann auch den Besuchern des Tierparks vergönnt, wenn Mugambi Hagenbecks Giraffensavanne erobert.